One morning in June some 20 years ago, I was born a rich man's son. Morgen. Morgen. Na? Hast du ausgeschlafen? Aber sowas von. Toll. Du siehst ja schon wieder fantastisch aus. Wie machst du das denn immer? Exodus, Testament, das waren meine Heroes. Ja. Ja. Und wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir bei Hasselhoff. jetzt habe ich neue Heroes. Metalhoff. Oma Klein, Avishai Cohn, Esbjörn Svensson Trio. Also so hat sich ein bisschen geändert. Ja. Ja. Und Tool. Und Perfect Circle. Ja, gib mal mich. Ich gehe jetzt nicht, ich habe nämlich falschen Ausweis. Ich muss mal gucken. Perfekt. Das ist der Jörg. Der macht hier alles und so, der hat voll die Ahnung. Jörg, mit wem warst du schon alles unterwegs? Sag mal. Ich könnte es mir eher sagen, mit wem ich noch nicht unterwegs war. Aber das ist meine Aussage. Bon Jovi, Rolling Stones. Alles die Purple. Über 20 Jahren. Aber nicht Kiss. Nee. Absolut richtig. Ja. Aber, das ja. Aber viele wiederum, die bei Kiss jetzt spielen, die früher bei Alice Cooper waren, also da sind viele, die sich die Wege kreuzen. Ja. Ich kann den immer anfassen. Wirklich. Nee. Darf ich dich auch anfassen? Ja. Aber ich dachte, du hättest mir Muskeln gehabt. Nein, das ist eine Täuschung. Ich brauche noch einen Ausweis hier. Warum los dann schön? Ja, aber das ist ja schon falsch. Das würde ich von gestern. Aber das ist doch, deine Frau hat den richtigen jetzt, ja? Ja, sie ist gut. Sie ist gut. Damit sie überall reinkommt. Ich hab leider keinen. Das hast du nichts? Nee, gib mir auf die Rolle ein. Ja, das sind ja komplett alle. Das ist das Problem, was ich habe. Das würde ich dir gerne erklären. Eigentlich noch einen, meine ich doch. Ja. So hier, das ist hier Production Office. Also streng geheim, was wir hier zeigen. Achtung, pass auf. Alter Schwede, ist das hier wichtig. Ich sag's dir, unfassbar. Direkt vorher hängen. Das sammelst du jetzt. Wow. Jetzt sammelst du. Ja. Danke. Liste gebe ich dir nachher noch. Heute kommen ein paar Leute. Du sagst schon wieder Matze, wie viel Mal du brauchst sozusagen, oder? Ja, ich weiß schon. Nee, ich denke mal, zu 10 kommen, glaube ich, heute. Okay. Aber wir gucken wir nochmal. Ich sag dir Bescheid. Jo. Danke. Oh, mal gucken, wie der Hasselhoff gleich so da sitzt. Backstage von Hasselhoff. Oh. Weiß, was der da drin ist, heißt der auf der Tour immer Camillo Ruini. So ist das ja mein Stars. War oh, also schon schicki. Und was fällt uns auf? Auch hier wieder kein Fernseher. Na, Klose auch nicht. Da geht dann nachher, also der Herr Hasselhoff, wenn er denn mal, wir können das mal demonstrieren, das hier, ja, da geht der dann nachher hin. Ja. Irgendjemand hat sich da schon hier einquartiert. Ah,
wer? Es könnte sein, dass Michael, die ja den Hasselhoff betreut, den Scheiß hier schon hinstellt. Wahnsinn. 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 Oh, siehst du? Geheime Aufnahme. Ich werde mich hier wieder breit machen. Das ist der Hasselhoff-Koffer. Nein, das ist meine. Das ist Michaels Koffer. Und die Maike, der ist viel besser, mit ihrer schicken Schlafanzughose, die betreut den David nämlich in der Hand, oder? Genau, in meiner schicken Schlafanzughose. Maike, wie ist denn der David so privat? Du kennst ihn ja schon seit 16 Jahren. Fast. Nett. Soll ich sagen. Soll sie sagen. Ja, ne? Soll ich sagen. Dafür werde ich bezahlt. Mittag gibt, ne? Wir haben schon wieder eine Stunde nichts gegessen. Da haben wir Biersachen. Das ist der Chef. Der Chef, sag doch mal. Das ist nicht David. Er sieht ähnlich aus, dass der Martin, dem gehört der ganze Scheiß da. Wahnsinn. Wo sind wir? Lingen. Der gehört der Lingen Arena. Wahnsinn, ne? Hast du gut geschlafen? Ja. Riecht ja wieder lecker. Du schaust duschen. Nur für dich. Oh, toll. Sag mal nicht David Hasselhoff und David Besselhoff. Wieso das denn? Du bist der Bassist. Du Schwachsinn. So, jetzt gucken wir mal, was der Yannick da macht. Aha. Da ist hier schon wieder die ganze Zeit an Keulen. Ich baue hier schon den Eichel auf jetzt. Und wie wir alle sehen, hat er mächtig Spaß dran. Janik, hast du Spaß? Ja, ich hab total Spaß. Spaß. Ja, mir geht's super. So. Danke, Matze. Oh, ich bin echt. Hast du die Schuhe? Was? Ja, normal, das trägt man. Ne? Was ist das? Papierkram. Das ist übrigens der neue Bass. Der wurde dann nochmal eben bestellt. Weil mein anderer, ja, mit der. Ja, ein Jackson-Bass. Weil mein Sandberg, den habe ich ja mit der Post verschickt. Hallo, liebe Post. Der ist jetzt seit 3 Wochen verschollen. Freue ich mich sehr. Weg. Schon wieder deine Sendertasche. Ich fasse das hier nicht an. Was? Kein Scheiß. Da musst du dich dann mal drum kümmern. Ja. Was willst du denn noch alles machen? Hier Wahnsinn, ne? Ich sag ja immer in den Hallen, man müsste das in die Show einbauen, weil dann hätte man die gleiche Situation von 89. Das wäre der Hammer. Dürfen aber nicht, weil es zu gefährlich ist. Was passiert denn, wenn man hier diesen Knopf drückt? Not aus. Soll ich mal? Hallo. Na? Wie es mal aussieht, das ist jetzt auch mein Backstage. Danke. Oh, Mann. Hi. Na? Komm rein. Oh Gott. Hi. Ja, also wir sind hier im Backstage. Pete Doherty war auch hier. Man kann es noch riechen. Aber wir sind hier mit. Und hier haben wir eine wunderbare Toilette. Mit Duschen und... Kurzen, ne? Richtig. Erstmal einen kurzen für den Gast. Prost! Jetzt hält man sich ja nicht aus hier. Ja.
Mhm. Mhm. So, erstmal Zähne putzen, nach aufstehen, schön. Heinemann Kita. Eine Einzelanfertigung, Sonderanfertigung. Die gibt es nur einmal auf der Welt. Das sind zwei Bassseiten. Wenn man die ansteht, hat man einen Powerchord. Und hier ist das Keyboard. Leider ist das Ding im Moment kaputt. Und er wird es wohl heute nicht benutzt. Wir wollten da aber nochmal nachgucken. Aber gestern Abend ging es auf einmal nicht. Da hatte der Gerrit auch mal ziemlich Panik. Aber schon Hammer, ne? Wahnsinn. Und hier sehen wir auch Gerrits Keyboard. Ne? Der Hammer, weil er spielt ja so. Damit man sieht, was er macht. Oh.